So. Wie ist denn das 2-1 passiert? Nicht mehr da. Warum fragst du so weiter? Ich hab, woher soll ich es wissen? Ich habe nachgearbeitet. Du verursacht das. Ja, Mann, aber Feuerhand, muss ich sagen. Aber war dumm, war richtig dumm. Hand! Hand! Der wird angespielt, steht hinter ihm. Lässt er sich auch wieder leicht fallen, aber schon Elfer. Nein! Außerhalb! Also er lässt sich leicht fallen? Nee, war ein Elfer. War einfach ein Elfmeter. Mein Gott, durch so eine Scheiße, ehrlich. Ich war sehr forsch. In der Halbzeit hat der Trainer noch nicht dumm rumlaufen. Ich bin raus. Muchas gracias. Merci beaucoup. Grenada. Thank you. Was hast du gesagt? Grenada ist einfach bitte. Was gibt's noch? Hellas. Salve. Adios. Ave. Ave. Caesar. Oh, ich hätte jetzt Bock auf ein Caesar Salad. Wow. Hey. Ja, heute treffen wir uns mit der kleinen Lia Marlene. Wir wollen in den Zoo gehen. Ich habe die Lia vor, boah, lass mich lügen, 3/4 Jahr kennengelernt. Und man muss dazu sagen, die Lia hat so ein paar gesundheitliche Probleme, die ihr das Leben sehr, sehr erschweren. Ich würde dich sehr, sehr gerne umarmen. Ich gebe dir mal die High Five hier, okay? Hallo. Hi, alles gut? Sehr schön. Kommst du jetzt raus? Kommst du raus? Wir haben auch Kontakt gehalten über die ganzen Monate. Und über die Mama habe ich halt erfahren, dass die Lia sich wünscht, den Hennis mal zu treffen. Und dann kommst du mal zum Geißbockheim und dann machen wir mal eine coole Nummer drauf. Die 5 wahrscheinlich, ne? Ja. Das soll ja eine coole Nummer sein, ne? So, jetzt läuft's. Wie war die Schule heute? War gut? Sehr schön. Hennis, Hennis, Hennis. Hier. Von mir schmeckt nicht, oder? Ich glaube, wenn man selber Papa ist oder Mama oder wie auch immer, dann kann man sich da noch ein bisschen besser reinversetzen, in was für eine Situation sich die Familie befindet, ohne da jetzt irgendwie näher drauf eingehen zu wollen. Aber ich glaube, wenn man dann mit so Kleinigkeiten wie das heute, wenn man einen Zoobesuch irgendwie organisieren kann und dass die Kleine den Hennis trifft, und vielleicht noch etwas näher das ein oder andere Tier. Ich glaube, dann ist das keine große Sache und sollte man machen, wenn man die Möglichkeit hat. Lia, der muss uns dieses Jahr Glück bringen, oder? Ja, der bringt euch dieses Jahr Glück. Ja, schon groß, ne? Der hat ja auch eine Frau. Ja? Ja, der hat eine Frau, die sieht fast genauso aus. Alles gut, brauchst keine Angst haben. Der hat nur Hunger, der sucht nur Essen. Ja.